Der nächste F1-Fahrer, den wir besiegen können. Jetzt ist Dave wieder 100% focused, warte. Rubens Barrichello einfach mal im selben Split, ey. Green Flag, Green Flag. Ja. Netter Start. Los, 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 geht durch! Oh Gott, das ist... Oh mein Gott, die sind alle... Die stecken alle fest, ihr seht es gerade nicht, aber die stecken alle gerade fest. Oh mein Gott. Lol. Warum fährt mir jemand rein? Wow, Audi sehr klug hier außenrum. Ja genau, macht das ruhig. Ich habe keine Ahnung, ob Rubens Barrichello das Ganze überlebt hat. Oh Mann, schon wieder. Ja, Ha! Wir sind vor Barrichello! Wir sind vor Barrichello! Und Alex Opoku auch direkt hinter uns. Ach du Schreck, was ist denn jetzt los? Jetzt locker Top 10, ich habe keine Ahnung. Top 20 würde ich sagen, ja, aber Top 10, kein Plan. Ja, Rubens Barrichello auf 23. Rein da! Ja, die meisten sind ja sicher durchgekommen. Halt nur Stau. Eieiei. Leute, Leute, Leute. Come on. Alter, der BMW hat halt einfach ein hart angeknuspertes Heck. Alter. Den Lambo hole ich definitiv, wenn ich jetzt cruise. Rubinho kommt aber auch nicht näher gerade. Jan Schmitz an der Box, aber der wird noch vor uns gewertet. Das könnte P16 bedeuten und Rating Plus, das wäre cool. Damit könnte ich eigentlich durch einen Overcut da rankommen, glaube ich. Und durch einen kürzeren Stopp. Also Stand jetzt würde ich sagen, ist P14 auf jeden Fall drin. Vielleicht überhole ich ihn aber auch auf dieser Geraden. Mal gucken. Ich habe halt jetzt schon so viel Sprit gespart, ne? Clear.
So, let's push. Oben ist Barrichello, ist vor uns wieder draußen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind gerade in einem Split mit Rubens Barrichello, der jetzt eine Runde hinter uns gleich sein wird. Oder schon ist. Okay, perfekt. Weiter, weiter, weiter. That's it, go. Tyler Bodmer ist vorbei. You got a slow car on the left. Blake Bottoms vor uns. Wir sind deutlich vor Andy Krämer. Die Power des Overcuts. Heiliges Kanonenrohr. Wie viel Sprit ich da gespart habe. Das ist ja unglaublich. Das ist ja mal... Eieiei. Richtig stark. Also, da könnte man sich wieder mal auf die Schulter klopfen. Nicht schlecht. Sie ist positiv, Drew. Wenn Alex nicht hinter mir ist, nach dem Start, sondern vor mir, dann muss er nicht hinter mir herfahren und Sprit sparen. Und da muss er auch nicht eine alternative Strategie fahren oder so. Aber ja. Mischung aus Nordschleife und Macau, weil die Wände so nah dran sind. Oh, Tyler Bodmer, ich hab's doch gesagt, den holen wir noch. Den holen wir noch. Der hat zu wenig Sprit. P13. Generalprobe. Ach, come on, Jeff. Ich habe gerade 19 Rating gewonnen. In einer... Nachdem ich ungefähr 1000 Rating... Nee, 600 Rating gewonnen hatte. In einer komplett fremden Klasse. Und das heißt, ich habe überperformt, obwohl ich eigentlich gerade gegen Leute fahre, wo in dem Auto mein Skill nicht auf deren Niveau sein dürfte. Und... Allerwichtigste, wir haben Rubens Barrichello besiegt, oder mache ich jetzt mal meinen, ich habe einen F1-Fahrer besiegt, Tanz, ich muss den jetzt erfinden, warte. Auf geht's, ihr Lieben, mit einer weiteren Runde 12 Stunden Bathurst. Nee, nicht 12 Stunden, aber Practice für 12 Stunden Bathurst. Und hinter uns, drei Plätze hinter uns, Rubens Barrichello. Was mich immer wieder aufregt. Ehrenmann. Von der Ehrenbruder ist das. Nervosität her. Green, green, green. Still
Joch ist Series, glaube ich, von Geodesic. Got a slow car on the right. Go left. Go right. Bis jetzt sehr sauber. Okay, ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr Topspeed als der Ferrari. Car right. Still there. Clear on the right. Kevin, get out of the way. Puh, knappe Kiste. Fast wären die beiden zu uns rüber gescheppert. So, Alexei kann vorbei. Right side. Keep to the left. Clear on the right. All right. Clear. Uff, da hat er jemanden mitgenommen anscheinend. Oder etwa nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall close one. Oh. Ja, Racecraft 0. Aber halt absolut Racecraft 0.
Ich glaube, der parkt halt jetzt schon innen, damit er sich verteidigt einfach nur. Alter. Clear on the right, left side. Clear. What the hell? Ich hab's eigentlich fast erwartet, ich hätte von Anfang an liften sollen. Diese Runde dürfte ich wieder ein bisschen was gespart haben. Ich glaube, mit 15 Litern kommen wir auf jeden Fall gut aus. Let's go. We're done. Get going. Right side clear. Come on, Rubens. Als ob du jetzt vor mir bist. Hm, da ist außenrum schwierig. Oh boy, Nils. Er hat Geduld. Ja, hat er. Das war nicht erfolgreich, aber ein Versuch wert natürlich. So, easy peasy. P17 ist in Ordnung. So. 7 Rating verloren, entspannt. Das heißt, ich bin ungefähr da, wo das Rating mich schätzt. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Und nett, dass sie hier alle Platz machen. Die wissen, dass ich ein bisschen fülliger bin, deswegen rechts und links ein bisschen ins Room.
straight on the left. Still there, hold your line. Still there. Still there. Still there. Still there. Clear on the right. Kontakt mit dem Audi war jetzt nicht unbedingt notwendig. Ansonsten ist es natürlich immer eine Freude. Das war jetzt nicht necessary. Ja, tut mir leid, Chris Brunemeyer, aber... Das war halt halbwegs auf halber Höhe mal. Gerade so vielleicht. Forza Ferrari! Grazie! Go right. Left side. Clear on the left. Car on your left. Clear. Unnötige Attacke. Mach ruhig. Oh, mach du nur. Und vielen Dank, Waterstreams, für die 500 Bits. Ehre, mein Lieber. Geht doch. Endlich mal die Generalprobe ein bisschen versemmelt. Das war schon ein etwas deftigerer Einschlag. Right side. Clear on the right. Binho holt sogar zum Führenden auf. Ja, die Pace von dem ist stark. Rein von der Pace habe ich keine Chance gegen Barrichello. Aber ist ja nicht das Einzige, was zählt. Bitte kein Speeding. Das war hoffentlich kein Speeding. Okay, let's go. Oh, wir haben keine Optionals. Krass. What the hell? Okay, wir sind vor Jockes Sue. Nach oben ist Barrichello 5,5 Sekunden vor mir. Hätte noch eine Runde weniger tanken können. Clear on the right.
Ja, da sollte man nicht außen rum versuchen vorbeizukommen. Ich kann mir vorstellen, in ACC wird es bei 40, 50 Grad auch nicht so super viel angenehmer zu fahren sein. Das habe ich leider nicht ganz so gut gemacht. So, eine Chance habe ich. Probier's. Ja, Feinden bringt an den meisten Stellen nichts. Hier insbesondere, wer die Innenbahn da bunkert, ist größtenteils vorne. Erik overperformed für sein Rating. Aber ich weiß ja nicht, was die in dem Split von Ava fahren so. Oder wo Ava gerankt wäre. Aber Ava dürfte in seinem Split overperformen. Und wir overperformen in unserem Split. Yes! 21 Rating plus. Alter, sauber. Drittes Rennen gegen Rubinho. Ich lasse mir trotzdem nicht nehmen, dass wir ein Rennen gegen ihn gewonnen haben. Und hier ist er jetzt Achter gewesen. Für alle Leute auf YouTube, ich hoffe, es hat euch bestens gefallen. Lasst gerne Daumen nach oben da, gerne Abo raus haben. Bis demnächst, ihr Lieben. Ciao. Ja.